Tag nach draußen. Wie es mir so oft schwerfällt in englischen Wochen, euch Neuigkeiten zu erzählen. So ist es dieses Mal ähnlich. Die letzten Stunden standen wie jedes Mal im Zeichen der Regeneration, der Pflege, der Erholung, der geistigen Frische kommen zu lassen wieder. Und das wird sich nachher abrunden, indem wir uns noch ein paar Szenen vom Samstag anschauen, um gewisse Dinge mitzunehmen für den morgigen Abend. Und kurzes Abschlusstraining und dann geht es morgen weiter. An der Personalsituation hat sich nicht wirklich was verändert, außer dass wir Christoph Kobalt ersetzen müssen mit seiner fünften gelben Karte. Und Lukas Cueto müssen wir schauen nachher, ob er das Abschlusstraining absolvieren kann. Das ist noch so eine 50-50 Nummer, aber auch er wird nur dabei sein, wenn das dann auch körperlich total Sinn macht. Ansonsten wird Benjamin Golla in den Kader zurückkehren, in Anführungszeichen. Und alles Weitere werden wir dann morgen Abend sehen. Vielen Dank. Dann sind wir bei den Fragen aus der Runde. René Dankert hat via Chat schon den Anfang gemacht. Wie groß sind die Chancen für Benjamin Golla, morgen von Beginn an zu spielen? Und wenn ja, wer würde dann mit einer Pause rechnen müssen? Benny hat sicherlich Möglichkeiten, morgen Abend zu starten. Gibt aber auch eine Möglichkeit, dass Benny von der Bank kommt. Und deswegen werden wir uns die Jungs nachher anschauen. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Ich habe jetzt auch noch nichts Tiefergehendes aus dem Kader gehört. Das ist aber grundsätzlich mal eine gute Nachricht. Deswegen gehe ich davon aus, dass alle frisch sein werden. Im Rahmen der Aktualität natürlich. Zweiter Tag nach dem Spiel. Das geht dem Gegner aber genauso. Insofern gehen wir morgen Abend mit gleichen Voraussetzungen in das Spiel rein. Und wer dann am Ende bei uns was bekommt oder auch nicht bekommt, soweit ist der Trainer noch nicht. Deswegen müsst ihr euch auch noch ein paar Stunden gedulden. Wie beurteilst du, jetzt ist es hier gerade verrutscht, eine Sekunde. Wie beurteilst du die Möglichkeiten deines Kollegen in Sandhausen, die sich durch 8 Winterneuzugänge markant erweitert haben? Ja, das ist ja nur das, was ich über die Monate hier immer mal wieder kundgetan habe, dass wir ein Club sind, der sicherlich jedes Transferfenster sehr intelligent unterwegs sein muss, dass bei uns einfach das Gesamtpaket so ist, dass wir in diesem Bereich sicherlich nicht zu den Führenden der Liga zählen. Das macht es aber auch spannend und herausfordernd zugleich. Ist aber auch das, was ich das ein oder andere Mal auch schon mal erwähnt habe, irgendwann müssen wir einen Schritt nach vorne kommen in dem Bereich, weil ich habe überhaupt gar kein Problem mit der Tabellenplatzierung oder mit Sonstigem, aber um insgesamt einen Schritt nach vorne zu machen, das sind wir jetzt aber keiner konträrer Meinung hier intern, müssen wir irgendwann da auch in dem Bereich auch wachsen. Aber das kann ich ja immer so und so beurteilen. Wenn ich 8 Spieler in der Winterpause hole, dann ist es meistens eine Korrektur zu dem, was bisher gelaufen ist. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass es besser werden muss, sondern das findet sich, hängt sehr stark von Ergebnissen ab. Deswegen steht es mir nicht zu, das Ganze zu bewerten, weil ich es nicht so gern habe, über andere Clubs zu sprechen, weil aus meiner Sicht das nicht gehört. Lukas Pflaum von BahnTV schreibt nochmal rückblickend auf das Spiel in Bremen. Was habt ihr mitgenommen nach der Corona-Pause? Was macht Mut, gegen Sandhausen als Sieger vom Platz gehen zu können? Ja, die beiden Spiele werden relativ wenig miteinander zu tun haben, außer dass sie jetzt aufeinander folgen. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft der Liga gespielt. Wir haben gesehen, dass wir nach der Corona-Pause in der Lage waren, mitzuhalten, körperlich vor allen Dingen auch mitzuhalten. Das hat nicht nur das Auge, sondern auch das Datenblatt gezeigt, wo wir dem Gegner sogar 2 Kilometer noch abgenommen haben. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig für draußen scheinbar. Deswegen erwähne ich das auch mal ganz gern. Und dennoch waren wir in den spielentscheidenden Situationen zu unsauber, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann hat eine Kleinigkeit dieses Spiel entschieden. Aber das habe ich dann zusammen mit den Jungs relativ schnell abgehakt, weil die Zeit gar nicht dazu da ist, irgendwie groß Trübsal zu blasen.
Wir haben ein paar Dinge mitgenommen, dass wir wieder zurück sind, dass wir in der Lage sind, körperlich alles in die Waagschale zu werfen. Haben auch so ein paar sportliche Erkenntnisse logischerweise gewonnen wieder über die einzelnen Jungs. Das ist ja in jedem Spiel so. Und daraus werden wir morgen wieder eine Startelf zusammenstellen. René Dankert schreibt nochmal, wie ist die Zuschaueraufteilung am Dienstag und bleibt es bei der Absicht, dass die Stehplatzränge zubleiben? Hier hat sich nichts geändert unter den aktuellen Voraussetzungen. Müssen sie aktuell zubleiben, ist für uns nicht anders umzusetzen. Aus Sandhausen werden 500 Fans erwartet, beziehungsweise bis zu 500 Fans können aus Sandhausen kommen. Die neue Welle, wie sehr freust du dich bzw. dein Team sich auf die Rückkehr der Fans? Immerhin können 10.000 Leute kommen. Ja, ist großartig. Das haben wir ja am Samstag schon in Bremen miterlebt. Das war eine total angenehme Stimmung, eine total angenehme Atmosphäre, total fair auch. Also empfand ich das Ganze drumherum dort auch. Und ja, wir freuen uns morgen Abend alle im Stadion begrüßen zu dürfen, die eine Möglichkeit haben zu kommen. Und wir sollten auch tunlichst alles dafür oder alles daran setzen auf dem Platz, dass wir diese 10.000 Zuschauer oder dann 9.500, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch relativ schnell zu unterhalten im Sinne von der Art und Weise, die wir uns morgen Abend versprechen. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Lukas Pflaum nochmal, ist das Duell gegen Alois Schwarz etwas Besonderes für dich und inwiefern hat sich die Mannschaft unter ihm verändert? Nein, ist für mich nichts Besonderes, dass dieses Duell irgendwann mal ansteht. Ich glaube, das ist im Fußball völlig normal. Hat für mich keine große Bewandtnis, weil ich ein Trainer bin oder auch ein Mensch bin, der versucht, diese Dinge, die ich beeinflussen kann, zu beeinflussen. Dazu ist es in der Vorbereitung auf ein Spiel relativ egal, grundsätzlich mal, ob jemand zurückkehrt oder nicht. Wir wissen, und das versuchen wir, wenn wir was aus der Rückkehr ziehen, natürlich mit in die Spielvorbereitung mit reinzunehmen. Wir wissen im Normalfall, was für eine Art von Fußball auf uns zukommen wird. Wir wissen, was für Konsequenzen das für uns haben wird. Darauf versuchen wir, die Jungs einzustellen. Einige kennen das und wissen, wie unangenehm sich das anfühlt und wissen auch, dass wir sehr, sehr wachsam sein müssen in gewissen Bereichen. Und darauf werden wir die Jungs einstellen. Für mich persönlich, nochmal, das gehört im Fußball dazu. Das hat man als Spieler erlebt, dass man zu seinem Ex-Verein zurückkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Alois Schwarz logischerweise was Besonderes ist, wenn er als Trainer zu seinem ehemaligen Club zurückkehrt. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber das hat auch relativ wenig mit mir zu tun. Deswegen, ich konzentriere mich auf die Jungs für morgen Abend. Alles andere ist für euch interessant. Und genauso die Anschlussfrage, was sich seither verändert hat. Ja, das seid doch ihr die Experten genug, um zu beschreiben, was hat sich getan, was hat sich vielleicht auch nicht verändert. Solche Gedanken habe ich nicht, sondern ich beschäftige mich mit den Jungs, habe eine große Freude, seit 2 Jahren mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Und wir versuchen jedes Wochenende das Bestmögliche für den Club zu holen. Und mehr ist es nicht.